Ich bin Dr. Corinna Steidl. Ich bin Fachärztin für Neurologie. Ich arbeite in der Schwindelsprechstunde und in der Tagesklinik Schwindel in der Asklepios-Klinik St. Georg. Und ich bin zuständig für die neurologische Diagnostik bei Schwindelerkrankungen. Mein Name ist Dr. Silja Strauß. Ich leite die Tagesklinik für Schwindel an der Asklepios-Klinik St. Georg und bin dort für den HNU-ärztlichen Teil der Schwindeldiagnostik zuständig. In der neurologischen Diagnostik ist die Anamnese, das Patientengespräch, extrem wichtig. Dann folgt die klinische Untersuchung, bei der alle neurologischen Funktionen getestet werden. Im weiteren Verlauf entscheide ich dann, ob weitere Untersuchungen notwendig sind, wie zum Beispiel eine elektrophysiologische Untersuchung oder ein Ultraschall. HNU-ärztlich untersuchen wir bei uns im Rahmen der Schwindelsprechstunde unter anderem das Innenohr, weil dort das Gleichgewichtsorgan liegt. Das tun wir zum Beispiel mit speziellen Brillen, wo wir in die Augen schauen und die Augenbewegungen uns ansehen. Wir machen bestimmte Lagerungsmanöver mit den Patienten, woran wir auch wieder Erkrankungen ablesen können. Und wir machen Hör- und Gleichgewichtsdiagnostik apparativ, zum Beispiel mittels Hörtests, aber auch durch Testung der Ohren mit warmer und kalter Luft, wo wir Antworten vom Gleichgewichtsorgan messen und aber auch ganz vielen anderen apparativen Methoden. An neurologischen Ursachen für Schwindel ist zum einen akut der Schlaganfall, der ein- oder ausgeschlossen werden muss, insbesondere wenn nicht nur Schwindel auftritt, sondern weitere neurologische Symptome wie Sprachstörungen, Lähmungen, Gefühlsstörungen, Doppelbilder. Zum anderen gibt es chronische Erkrankungen, die zu einem Schwindel führen. Das sind Kleinhirnerkrankungen, sei es durch Entzündungen, sei es durch Tumoren oder auch als Folge nach einer Hirnblutung oder nach einem Schlaganfall. Auch Rückenmarkserkrankungen können zu Schwindel führen, wenn diese Rückenmarkserkrankungen zu einer Gangstörung und vermindertem Gefühl in den Beinen führen. Dazu können auch die Nerven in den Beinen geschädigt sein, sodass eine Gangunsicherheit besteht, die der Patient dann als Schwindel empfindet. Typische HNO-ärztliche Erkrankungen, die Schwindel verursachen, sind der Lagerungsschwindel. Hierbei lösen sich kleine Kristalle im Bereich des Gleichgewichtsorgans und schwimmen dort frei in der Flüssigkeit herum. Und die Patienten haben dann bei bestimmten Bewegungswechseln kurzzeitig Drehschwindel. Ein weiteres Krankheitsbild kann der sogenannte Morbus Meniere sein. Das ist eine Innenohrerkrankung, wo es zu einer vermehrten Flüssigkeitsproduktion im Innenohr kommt. Dadurch bekommen Patienten Drehschwindelanfälle, die zwischen 20 Minuten und mehreren Stunden anhalten können, verbunden mit Druck in einem Ohr, Tinnitus und Hörverlust. Aber es kann auch der sogenannte Vestibularis-Ausfall, der Ausfall eines Gleichgewichtsorgans, ein typisches HNO-Krankheitsbild für Schwindel sein, bei welchem dann ein Drehschwindel auftritt, der sehr, sehr lange anhalten kann, manchmal auch über Tage, verbunden mit Übelkeit und Erbrechen und dem Verlust, sich eigenständig fortzubewegen. Bei der Fallbesprechung im Anschluss an die Untersuchung stellen wir uns die Patienten gegenseitig vor mit dem, was die Patienten erzählt haben, was wir untersucht haben, insbesondere die klinisch-neurologische Untersuchung. Die Ergebnisse aus der apparativen Untersuchung schauen wir uns gemeinsam an, ob Störungen der Gleichgewichtsorgane vorliegen. Und im Anschluss fassen wir dann zusammen, ob es viele einzelne Symptome gibt, die vielleicht das Hauptsymptom Schwindel dann erklärt oder ob es eine Hauptdiagnose gibt, die für den Schwindel verantwortlich ist. In der Tagesklinik Schwindel und auch in der Sprechstunde vorab arbeiten wir interdisziplinär. Das bedeutet, dass mehrere Fachärzte hier zusammenarbeiten, Befunde auch gegenseitig sichten können, was ein enormer Vorteil ist für die Patienten, denn man kann viel schneller auf Diagnosen Rückschlüsse ziehen.